dass wir sachbezogen mit den Persönlichkeiten der Welt, also Politiker, Wirtschaft und Gesellschaft, zusammenarbeiten, Partnerschaften gründen, Partnerschaften auch mit fremden Ländern, mit Indien und mit Afrika. Uns muss bewusst sein, dass wir nur eine Erde haben, auf der wir leben können. Wir befinden uns ja momentan in einer wirklichen Krisensituation weltweit. Nicht nur der Ukraine-Konflikt, auch die Situation im Westen, in den USA, aber auch in Europa. Und deswegen ist es wichtig, an so einem Punkt ganz unterschiedliche Leute miteinander zusammenzubringen. Denn normalerweise ist es ja so, dass immer die gleichen Leute miteinander sprechen. Also Politiker sprechen zu Politikern, Akademiker sprechen zu Akademikern. Und das Tolle an diesem Salzburg-Dialog ist eben, dass man alle zusammenbringt an diesem Trilog und dass Leute ganz unterschiedliche Perspektiven haben. Wir beschäftigen uns ja damit, wie kann man eine zerrissene Welt wieder heilen. Und da gibt es sehr viele Ansätze aus der Politik und aus natürlich auch aus der Wirtschaft und auch viele Diskussionen darüber, was Leadership in der Zukunft heißt. Aber Kunst hat da auch eine ganz wesentliche Rolle, weil Kunst öffnet die Diskussion, Kunst baut Brücken und Kunst hat die Möglichkeit, eine Sprache zu sprechen, die überall verstanden wird und die zur Reflexion über diese Zeit einlädt, aber auch ein Spiegel der Gesellschaft ist. Ich glaube, wir müssen weiter lernen, Kompromisse zu schließen, Toleranz zu üben. Wir müssen auf menschliche Tugenden zurückgreifen, auf Werte. Ja, wohl wissend, dass die Werte in der Welt natürlich aufgrund unterschiedlicher Kulturen, anderer Sprache komplett andere sind. Und da die Balance zu finden und doch zu einer gemeinsamen Verständigung zu finden, ohne dass es in Aggressionen auskommt, die Balance of Power zu erhalten, ich glaube, darauf kommt es am Ende des Tages an. Ich kam hierher mit vielen Fragen, gerade zu dem Titel How to Heal a Torn World. Und war für mich sehr interessant zu sehen, dass so viele Menschen die gleichen Fragen haben. Aber über die Fragen hinaus habe ich auch sehr viel Hoffnung mitgenommen. Dass man Themen offen angeht, sie die Differenzen auch ausspricht und damit einen Weg bereitet, wie die Zukunft gestaltet werden kann.